Eispengs, ja, dann kriegt da ordentlich Ladung hier. Zack, zack, zack. Und dort, hier. Das sind ja alles nur Dämonen hier. Ach, Bestien sind das. Ich dachte, das sind Dämonen. Okay. Zum Glück machen wir erhöhten Schaden gegen Bestien durch unsere hier Affinität der Jagdkunst. Hier durch unseren, wie heißt es, Kunst der Jagd, ja, oder kurz gesagt Jagdkunst, sind wir ja eh ein bisschen stärker gegen Bestien und Tiermenschen. Da gibt es ja dann halt, du machst 1200 Schaden mehr bei Bestien. Und deswegen ist das jetzt hier nicht so für uns das Problem. Machen wir einfach mal platt, die Viecher. Ne? So. Okay, Puzzle-Taktik, Puzzle-Taktik, Puzzle-Taktik. Da haben wir wieder so einen komischen Säbelzahn. Da haben wir auch noch einen. Ey. Sonst hängen die hier mal über auf dem Haufen und jetzt hier voll ausgedünnt oder was? Die Viecher erinnern mich irgendwie an Diego von Ice Age. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Ich find's geil, dass die überhaupt gar keine Rüstung haben. Also... Im Vergleich zu diesen komischen Schleimviechern fliegen die hier, fallen die echt wie die fliegen. So, und der ist ja einfach mal zusammengesackt, der gute Herr. Stirb! Okay, hier haben wir noch einen Streitkolben des Verzehrens. Huch, da hinten habe ich einen vergessen. Nochmal umdrehen. So, tot. Und down. So, geht doch. Hätten wir. Na, verflucht. So, geht doch. Baktrische Wälder. Baktrische Wälder. Oh. Amdo-Region. Also jetzt sind wir in der Amdo-Region. Das sieht man ganz deutlich an dem Schnee. Ja? Seht ihr das? Das ist die Amdo-Region. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich geografisch in China, in der Mongolei oder sonst wo, wo wir gerade uns befinden. Sagen wir mal allgemein Asien nicht besonders gut aus. Fragt mich, wo die Donau liegt und wie ein Gebäck danach heißt. Das wäre dann die Donauwelle, aber mehr weiß ich dann auch wiederum nicht. Oder wo die Spree liegt oder die Elbe oder sonst irgendwas. Das kann ich euch sagen, aber sonst auch nichts. Oder der Rhein, ja, kriege ich auch noch hin. Die Hauptstädte der einzelnen Bundesländer, aber sonst. Janis Najo, Freunde. Ich weiß es nicht. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf einen Marna-Trank. Und da gucken wir doch gleich nochmal. Haben wir. Die Möglichkeit, hier einfach mal den Leuten ordentlich ins Weg zu ballern? Ja, na, aber bitte, hätten wir doch hier. So. Da war wieder gerade ein kurzer Leck. Zum Glück kann man die Kanten nicht runterfallen. Hopp, da ist ja wieder ein babylonischer Kampfhelm gewesen. Na super. Ja, also den werden wir mit Sicherheit nicht anlegen, weil Helme, hatte ich ja schon gesagt gehabt, da werde ich mich jetzt nicht mehr von verleiten lassen, dort irgendwas anderes anzulegen, weil ich bin da jetzt eitel, weil wir unsere Spur dieser Kapuze haben und ich jetzt sage, ach, das ist die beste, ja, die ist so immer. Jetzt kann ich auch mal so großkotzig von oben nach unten reden, ja, von wie, ja, das ist ja das Beste, was es gibt. Also solltet ihr das brauchen, solltet ihr selber einen Jäger haben wollen,
Ich kann euch auch gerne das Zeug duplizieren und auch zur Verfügung stellen. Also, ja, ich weiß, einige sagen dann, ey, nee, hier kommt Cheaten, kommt nicht in die Tüte. Aber solltet ihr es einfach mal ausprobieren wollen, mit Mega zu spielen, dann kann ich euch das zur Verfügung stellen. Ich sehe die Leute nach Osten reisen, ich sehe sie nach Westen gehen. Und noch nie habe ich so viele Monster gesehen. Was kann ich für dich tun? Und ich sehe es ja auch sehr löblich, wenn Leute, also ich finde es auch sehr löblich, wenn Leute sagen, der Weg ist das Ziel, aber nun gut, man braucht... Man braucht jetzt auch nicht falsche Iro oder sowas zu hegen. So, kann alle Waffen. Seht, ist der ägyptische Gott des Bösen bei einem Versuch, den Thron der Götter an sich zu reißen, ging Seth auf seinen Bruder Osiris los und zerhackte dessen Körper und verteilte Stücke im ganzen Land. Kann alle Rüstung verzaubern. Seths Verrat, na, das ist ja geil. Kann alle Rüstung verzaubern. Hui. Das ist doch echt geil. Kann alle Waffen verzaubern. Kann Ringe und Amulette verzaubern. Widerstandsreduktion für 4 Sekunden. 2% Elementarwiderstand. So. Kann Ringe und Amulette verzaubern. Kann alle Rüstung verzaubern. 2 Gesundheitsregeneration pro Sekunde. 40%. Alter, das sind Rebengewächs. Das ist ja auch ziemlich geil. Was kann das? Kann alle Rüstung erweitern. Das ist natürlich auch ziemlich geil, um einfach mal seine Gesundheitsregeneration ein wenig zu erhöhen. Und wenn man natürlich hier Seths Verrat hier drauf knallen würde, dieses plus 11% auf Blutungsschaden, auf Durchschlagsschaden, das interessiert mich sehr. Das müssen wir unbedingt nochmal überlegen, wenn wir dann nochmal, keine Ahnung, Taking One oder sowas machen in Ägypten, wenn wir dann das Zeug wirklich bekommen. Die 18 Königreiche werden gemeinsam vom Silberpalast des Garudatals regiert, weit im Süden von hier. Sie sagen, dass das Tal kein anderes ist als Shambhala, das Land der Glückseligkeit. Unsere Schamanen, die wir Dongba nennen, sagen uns diese Dinge. Ich bin selbst nie so weit gegangen. So. Okay, ich war jetzt gerade mal kurz. Brain AFK. Moment. Was wollten wir jetzt noch machen? Achso, erstmal die ganzen Quests annehmen. Hihi. Ja, ich war gerade in Gedanken. Wegen Seths Verrat. Hast du einen Yeti gesehen? Ja. Ich ging einst durch das Chumbital in die Eishöhlen. Dort sah ich einen Yeti, der größer war als alle anderen. Vielleicht ist er gemeint, wenn in den alten Märchen von einem Riesen die Rede ist, der unter einem Berg im Osten liegt. Ist ja auch sehr interessant, ja, okay. Früher haben wir nur selten einen Neandertaler gesehen. Doch plötzlich sind die Stämme in unserer Nähe kühn geworden. Kühn und mächtig. Seit 2 Tagen greifen sie uns nun unablässig an. Wenn doch nur mein Sohn hier wäre. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und es sind gefährliche Zeiten. Okay. Ob dein Sohn das hier auch alles bringen kann hier und alles zurückschlagen kann, ich bezweifle es, werter Freund, aber wir können ja das mal austesten. Ja? Willkommen! Willkommen. So. Marduks Tafel. Morpheus Traumnetz. Ich glaube, das haben wir auch schon. Ja. Morpheus Traumnetz haben wir schon. Können wir wegmachen. Aber hier Ruhmbringer würde ich jetzt auch erst nochmal. So. Okay. Dadurch wollen wir nochmal unsere DPS ein wenig erhöhen. Mit Smaragdfeder. Ja. Aber dann würden wir auch darauf verzichten, irgendwo Lehm zu klauen. Das ist jetzt so eine Frage. Gehen wir jetzt darauf oder nicht?
weiß, Servan, ich weiß, das ist dein Lieblingsartefakt. Soll ich das jetzt einfach mal spaßeshalber annehmen? Nope, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht so besonders. Oh, Schleier der ewigen Nacht ist jetzt mal nicht so bombastisch mehr. Das war ja das, wo man einfach mal seine DPS schon im Early Game einfach mal verdreifachen konnte oder verdoppeln konnte zumindest. Und das war ja auch sehr interessant, ja, sowas mal zu sehen. Moment, hier. Oh, warte mal. Und ich glaube, mein Bankfach ist jetzt voll. Sehr schön. So. Elementarzorn, okay. Ich glaube, ich bleib erstmal dabei. So. Keine Angst. Deine Sachen sind hier sicher. Möchtest du dir ansehen, was ich zu verkaufen habe? Möchtest du mal mein Zeug sehen, was ich zu verkaufen habe? Hier. Das, das, das. So. Oh, warte mal hier. Den können wir erstmal darüber setzen. Bis bald. Bis bald. So. Guter Herr. Hallo. Wir bereiten uns gerade für den Aufstieg zum Nathula-Pass vor. Eigentlich hätten wir schon im Osten sein sollen, aber die Reise war beschwerlich. Ja, das wissen wir, das wissen wir. Wir mussten hier auch schon so ein, zwei Kreaturen bezwingen. Nimm's mir nicht übel, aber kennen wir, ja. So. Okay. Wir wandern mal weiter, wir wandern mal weiter, wir wandern. Was bringt uns eigentlich sehen zu dann? Plus 13% Schaden, Lebenskraftschaden, Lebenskraftschaden. Leben gewandelt. Ich gehe jetzt einfach mal weg davon. Ah, noch ein heldenhafter Reisender. Nur für Servan, ja. Ich habe jetzt einfach mal, weil er geschrieben hat in den Kommentaren, ey, das ist ein super Artefakt wegen der Angriffsgeschwindigkeit. Hat er ja auch recht. Man muss aber dann dementsprechend darauf achten, dass man halt die ganze Zeit sich jetzt mal wieder darum kümmert, sein Lehm selber zu generieren. Also durch Heiltränke oder ähnliches, aber das müssen wir früher oder später eh. Selbst wenn ich dann halt dieses Ares Zorn oder Ares Blut oder wie auch immer das Artefakt heißen möge, habe, dann muss ich dann mich auch dahingehend mal langsam schulen, mal wieder auf die Leertaste öfters zu drücken, um halt Lehm zu generieren oder einfach mal in Bewegung zu bleiben und dann halt ein Stückchen zurückzulaufen und einfach mal die Gegner nochmal anzuschießen. So. Legendäre Pengenklaue. So, okay. Ja, ja. Und jetzt finden wir keine Heiltränke mehr. Sonst hatten wir dann mal 4 Heiltränke gefunden gehabt. So, aber ist ja auch kein Problem. Wir haben ja noch 130. Okay. So. Dap, 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 dap. Und da haben wir wieder ein paar Opfer. Da hat er uns einfach mal so kritisch mit seiner kleinen Penkklaue inne gegeben. Aber nicht so. Nicht so, alter Freund. Huch. Stopp. Okay. Durch dieses Smaragdfeder würde ich jetzt mal einfach behaupten, dass wir dann da auch ein bisschen mehr Durchschlag, also noch mehr DPS bekommen, wenn wir jetzt einfach mal unseren Kriegsruf reinhauen, unseren Ruf der Jagd, weil wir ja dann auch dort grundmäßig noch ein bisschen mehr Durchschlagschaden erhalten und das ist natürlich interessant. Oh, hier legendäre Yeti-Pelze, weil da steht ja dann plus 167% mehr Durchschlagschaden. Das würde dann heißen, dass dann aus unseren 20 Durchschlagschaden durch das Artefakt einfach mal, lasst mich lügen, einfach mal so 52 wären. Ja? Also, dass man dann 52 Schaden mehr macht. Würde ja auch gehen. Rein mathematikalisch müsste das ja dann so richtig sein, ja.
Und ich esse ja auch gerne Spaghetti mit Butter, ja. Ah ja, geil, Alter. Ach, wie fett, ey. So, nun guti, hier. Ich weiß, da habe ich noch eine Höhle übersehen, aber ich habe es nicht übersehen. Ich habe es einfach mal links liegen lassen. Oh, im wahrsten Sinne des Wortes, war. Habt ihr verstanden? Oh Gott. Tut mir leid. Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht was im Energy drin war. Kann sein. Vielleicht ein bisschen Koffein. Oh, hier die Eisfeen. Und ich kann euch eine Sache schon sagen. Hier werden wir uns gleich einen Ast freuen, wenn es jetzt hier wieder blinkert. Ja, super Sache. Ah, Mann, ey. Die Eisfüllen, die hasse ich nämlich auch zum großen Teil. Denn diese Viecher, die können einen auch einfach mal freezen. Und das ist ein bisschen blöde. Und Moment, jetzt muss hier eigentlich irgendwo gleich mal so ein Saiyajin aus dem Boden kommen, so ein Genie. Hallo, ich bin Lini. Mir wurde mal beigebracht, früher in meiner Jugend, dass man von Genies sich was wünschen darf. Aber hier anscheinend, die sind böse. Der Dämon! Ja, ich wusste, dämonisch sind die. Pausum! Ach, verflucht noch eins. Headshot. So, das Ding ist auch endlich vorbei. Go, go. Boah, gleich müssten wir eigentlich beim Yeti sein, wa? Ach nee, bei dem Yeti noch nicht, aber bei dem Neandertaler-Dingens. Ach nee, das war hier noch nicht. Das war dann, ich glaube, ein paar Höhlen weiter. Das waren dann zwei Türen weiter. Da findet man dann den, wo ich mich dann wie ein Ast freue. Aber ich glaube, das könnten wir dann mit unserem Köder, könnten wir da vielleicht was bringen. Hinkriegen. Denn unsere Aufladezeit von den Köder ist ja auch ein bisschen reduziert. Und somit, warte mal, ich muss mal testen. Ja doch, das geht relativ fix, wa? Und wenn wir dann die ganze Zeit einfach nur in Bewegung bleiben, ja, einfach nur in Bewegung bleiben, das klingt natürlich auch wieder so, als ob das hier mit 40, mit links und 40 Fieber machbar wäre. Aber nun gut, müssen wir dann mal gucken. So, den Schrein der Regeneration, den werde ich gleich beanspruchen. Ich gehe jetzt aber gleich nochmal zurück, in der Hoffnung, dass wir hier, dass das da links eine Sackgasse war. Das müsste eine Sackgasse gewesen sein. Ah, verflucht, warum bin ich nicht gleich hier lang gelaufen? Ach, scheiße. Mei Gusto hier, so eine verfluchte Scheiße, nur eins und so. Ja. So, tut mir leid. Da kam wieder der Bayern mir durch. So. Ja, sauber ist und so, ja. Hier, kriegt er neu eins hier. Böses Auge zugeworfen und dann geht's los hier. La, 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 la. Zwei Gesundheitstränke. Ui. Ja, da haben wir nochmal zwei rote Tränkchen bekommen. Okay, den hätten wir. Okay, gut. Easy. Wäre ja auch cool, wenn man die Aufladezeit von den Heiltränken reduzieren könnte. Obwohl einem nichts bringen, aber hey. Es wäre cool. Wenn du dann die ganze Zeit einfach mal so 100 Heiltränke in einer Sekunde wegballern kannst. Ja, im Moment, was ist denn da oben los?
Arschloch. Bam. So, klappt doch. Super Sache. Ach, verflucht noch eins. Wieso waren denn da noch welche? La 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 la. Boah, ach. Oh, ich muss mich erstmal wirklich daran gewöhnen, dass ich doch auch mal dingsen muss. Heiltränke nutzen sollte, ja. Oh, weil ich jetzt so verwöhnt bin, immer live zu leechen, ja. Oh, verflucht noch eins. Nun, Udi, hätten wir. Nun, ich hatte gedacht, ich wäre erledigt. Vielen Dank, Freund. Schauen wir mal, wie ich dich belohnen kann. Anhänger der Anmut. Hey, du kannst mich einfach mal am Arsch belohnen, ja? Mit so einem Scheiß brauchst du mich nicht abspeisen. So, kannst du auch behalten. Ein Geschenken-Gau, ich hau mir dich ins Maul. Aber trotzdem. Ernsthaft, das ist doch nichts. Okay, hätten wir. Hier, oh, Ornamentruhe. Bam, 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 bam. Ah. Ach ja. Weiter geht's. Wir sind immer noch in der Amdo-Region und haben hier die nächsten Brunnen. Juhu. Zum Glück haben wir uns auch ein bisschen was Warmes übergeworfen, weil sonst würden wir hier natürlich eine Nierenerkrankung erhalten und das wäre nicht so schön. Weil dann müssten wir erstmal eine Pause machen und uns irgendwo auskurieren, aber das müssen wir zum Glück nicht, weil wir haben ja unsere super heiße Toga an. Ja, also solltet ihr irgendwo mal im Schneegebiet umherlaufen, ihr braucht da nicht einen dicken Wintermantel oder einen Parker oder wie die ganzen Dinger auch heißen mögen. Ja, oder drei Pullover oder sowas. Nee, braucht ihr überhaupt gar nicht. Es reicht eine gute alte, antike griechische Toga. Die hält euch warm, weil die geht auch knapp über die Knie. Oder nee, die geht ja noch nicht mal über die Knie, weil die ist ja oberhalb der Knie. Ist die ja zu Ende. Das reicht vollkommen. Das können natürlich auch einige schlaue Leute sagen. Ah, du hast ja auch Reus Rüstung an, ja? Reuseus Rüstung. Würde ich dann erstmal verbessern. Und ja, ihr habt recht. Vielleicht macht dies auch einfach nur so erträglich hier umher zu stapfen. Weil die einfach zu heiß ist. Da hat er uns einfach mal genetzt, ey. Hallo? Hallo? Wir müssen töten. Euch töten. So, ich kann mich jetzt noch dran entsinnen, dass wir jetzt erstmal in ein Gebiet kommen, wo wir ein bisschen grün sehen. Und dann müssen wir erst den großen, dicken, verfluchten Yeti bezwingen. Oder also den Neandertaler Häuptling. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Aber es müsste dann hier auch unweit von diesem Punkt irgendwo liegen. Ja, ich glaube, das ist das jetzt nicht. Jetzt kommt das hier gleich. Ey, lass mich in Ruhe. So, göttlicher Gesundheitstrank und dort. Jetzt kämpfen wir nämlich hier gleich gegen ein paar Velociraptoren, ja? Also, ja. Ich bin gespannt. Pengklaue. Hallo? Ich bin der Neue. Bam! So, hätten wir. Ja genau, jetzt kommt hier erstmal dieses komische Komochengebiet und danach müssen wir dann uns,
Danach müssen wir uns halt dahingehend schon mal ein Testament aufsetzen lassen, ja, weil da werde ich bestimmt so ein, zweimal sterben. Natürlich alles planmäßig, weil ich muss ja meine Sterblichkeit demonstrieren. Also wenn ich den schaffe, ohne zu sterben, dann bin ich echt sehr erstaunt. So, natürlich strebe ich es an, aber ich möchte bloß das schon mal so vorher weggenommen haben, um zu sagen, ich hab's euch ja gesagt. Okay. So. Die Raptoren sind sehr schwer zu erkennen. Das liegt an der blauen Farbe in dem grünen Wald, ja. Das ist ja auch überhaupt gar kein Kontrast, wenn dann sowas hier mitten im Wald steht. Eine andere Farbe, die die Raptoren auch haben können, ist rot. Sieht man dann auch noch weniger in dem grünen Wald. Aber das werdet ihr dann auch später nochmal miterleben, wenn wir dann gegen die Dragona kämpfen dürfen. Also die sind nämlich genauso farblich getarnt. Warte mal, bevor wir mit dir reden, gehen wir jetzt erst noch zu deinem Freund, hier dem Händler. Der befindet sich nämlich hier hinten. In der Hoffnung, dass endlich mal der Tag anbricht. Oh, sehr gut. Komm, Fremder, wir haben heute ein paar gute Sachen für dich. Schwarz, ey, hier gibt's auch Schwarz, cool. Des Ritualisten Siegelring des Fischers. Das ist ja geil, wa? Dass du dann deinen Begleitern einfach mal dann auch über die Bonnies mitgibst. Und das ist auch schon sehr schön zu wissen, dass es diesen Siegelring des Fischadlers auch noch ein bisschen besser gibt. Huh. Geil. Lebewohl. Lebewohl. Die Neandertaler sind groß, aber Yetis sind noch größer. Und noch größer, weit im Osten, ist ein Riese, der unter einem Berg liegt. Oh, geil! Ey, krass, Alter! Krass! Die Geister unserer Ahnen haben sich gegen uns gewandt. Sie greifen jeden an, der sich dem Tempel nähert. Und was noch schlimmer ist, 3 heilige Waffen sind in der Ahnenhöhle versteckt. Ohne sie können wir uns nicht gegen diese Angriffe der Neandertaler wehren. Okay, gut, 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 gut. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und das ist halt wirklich eine ganz, ganz kleine Nebenaufgabe, Freunde. Das ist hier einfach mal kurz über die Brücke laufen, ein paar Monster killen und dann wieder zurücklaufen. Weil das ist hier eine Sackgasse und das ist ja hier lachhaft, wa? Alter, dass du da die Leute hältst, das war jetzt unnötig. Das ist einfach nur Mana-Verschwendung gewesen. Einmal für dich und einmal für mich, ja. Damit ich dann auch mal ein paar Pfeile loswerden musste, ja. Talisman der Katze. Energietrank, okay. Talisman der Katze, plus 10% Gesamtgeschwindigkeit, na super toll. So, der ist auch gebrutzelt worden und jetzt können wir hier nochmal reinschreiten. Solange wie sie uns nicht sehen, können wir sie angreifen, das ist super toll. Ja, immer vorsichtig. Safety first, Freunde. Immer mit Bedacht rangehen, weil wir wollen ja natürlich unsere Kill-Death-Rotation nicht unnötig minimieren, ja. Wir wollen sie natürlich maximieren und das geschieht nur, indem man dann halt einfach weniger stirbt. So, guter Freund, wir haben sie alle getötet. Was? Die Sockel waren leer? Bist du sicher? Die heiligen Waffen sind gestohlen worden. Was kann das bedeuten? Ach, vielleicht, dass sie gestohlen worden sind. Dass irgendjemand die Waffen entwendet hat? Was könnte das bloß bedeuten, ne? Dass du deine Aufgabe nicht so ernst genommen hast. Ja,
Eisraptoren, okay. Das sind besonders coole Raptoren. So, Jungtiere. Na, okay, dann muss es auch immer irgendwo eine Mutter geben. Ey! Subst. Ja. Weggeknallt, weggeknallt.